Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Tomb Raider 6. Wir sind in einem neuen Level und in einem neuen Abschnitt. Und beim letzten Mal bin ich hier schon nicht so wirklich weitergekommen. Ah, ich glaube, jetzt sehe ich gerade erst, was wir hätten machen müssen. Und zwar dort uns an der Wand runterhangeln. Ich stand da unten ja schon und dachte eigentlich, dass ich da was falsch gemacht habe. Ich war nämlich irgendwie fest davon ausgegangen, dass wir hier, ja, bestimmt nicht darunter. Okay, ich wollte nur gucken, wie, oh Gott, die Arme, wie sie schreit. Genau, wir hatten festgestellt, wir können uns hier an diesem, hier festhalten. Und ich dachte eigentlich, wir müssen jetzt da unter dieses Gestängel hier. Aber das scheint gar nicht der Fall zu sein. Sondern wir müssen eigentlich nur... Ja, genau. Oh, nee, hier nicht runterlassen. Aber hier. So. Und jetzt müssen wir uns hier runterlassen. Das habe ich beim letzten Mal nicht gecheckt. Deswegen machen wir das jetzt. Gucken mal, wo uns das Ganze hier dann hinführt. Ja, wir werden jetzt hier, glaube ich, so peu à peu einfach uns nach unten begeben. Wir haben ja auch schon gesehen, da wartet so ein, ja, nicht mehr ganz so lebendiger Kollege auf uns. Schön, dass da unten schon Fußabdruck war, obwohl Lara noch nicht auf dem Boden gewesen ist. So, wir haben dort einen Hebel. Wir hatten noch irgendwo einen Hebel gesehen. Da oben. So, wie kommen wir da jetzt wohl hin? Kann man sich hier an die Seite... Vielleicht sollten wir erstmal speichern. Ja, ich nehme mal diesen hier, weil der und der nächste Speicherstand. Ja, geht da ran. Genau, das hatte ich nämlich im Verdacht, dass wir hier um die Ecke können. Ach so, hier geht's aber anscheinend auch nur schon weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt hier soweit alles richtig gemacht. Ich habe hoch. Okay, ich scheine den Kollegen da noch nicht so wirklich was antun zu können. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass ich mit diesem Hebel aus der Wand diese Teile hier rausfahre. Oder zumindest ein paar davon, sodass ich dann da oben hin kann zu dem Hebel. Ist mein bescheidener Verdacht. Vielleicht hätte ich besser hier speichern sollen. Ich tue es auch. Nein, dieser hier. Safe. So, mal gucken. Das ist ja nun eigentlich zum Scheitern verurteilt, ne? Ja, das fängt doch schon gut an. Direkt mal failen. Das hätte ich mit diesem kleinen Hopser machen müssen. Das war, glaube ich, boah, Mist. Ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich Zeitdruck habe. Ich kann es gerade nicht so richtig einschätzen. Halt dich fest. So. Muss hier denn überhaupt hin? Da oben? Nee. Wo ist denn der andere? Warte mal, wäre da jetzt eigentlich noch irgendwo ein... War da noch ein weiterer Hebel? Nee, ne? Hm.
Kann ich jetzt hier runter? Ja, ich kann jetzt da theoretisch da unten hin. Speichere nochmal eben. 17 und 10. Ich. Ich nehme mal diesen hier. Wahrscheinlich ist das sowieso Quatsch, dass ich mir noch so ein paar Speicherstände aufhebe von gewissen Leveln. Ah! Oh, da. Oh. Okay, gut gegangen. So, jetzt sind wir hier auf Höhe des Typen. Kann ich ihn töten? Ich meine, der sieht so. So untot aus. Wahrscheinlich. Oder kann ich ihn treten? Oh, habe ich den jetzt echt umgelegt? Nee, der steht doch wieder auf, oder? Nee, der ist hin. Okay. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet, aber umso besser. Ha, von wegen. Kollege. Er wird so. Okay, ich bin die Blut ab. Die, blutet, ne? Also die. Ich bin vor allen Dingen fast tot. Aber schön, dass wir so ein halb, sieben Stück kommen. Wir haben es ja. Dass wir so einen Untoten verprügeln. Aber ich finde, ich habe mich gar nicht so schlecht gemacht. Ich meine, an sich tut er uns ja nichts. Der kommt ja so schnell nicht in unsere Nähe. Er ist ja ziemlich lahmarschig. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal rein. Ich denke mal, hier kann der uns nicht reinfolgen. Bevor ich jetzt hier den Hebel drücke. Guck mal, über uns. Ist wahrscheinlich. So, es haben sich neue Steinblöcke ausgefahren. Und der Kollege da unten. Kann ich da unten denn jetzt eigentlich rein? Hier? Nee. Ich meine, der ist ja fast so gefährlich wie diese komischen Typen im vierten Teil. Warum geht sie da jetzt nicht hoch? Ah, jetzt. Also scheint zumindest nicht mit Zeitschalter zu sein. Das ist schon mal gut, weil. Ja, das macht es nicht ganz so schwer. Wahrscheinlich kommen so Geschichten noch. Warum geht sie hier nicht hoch? Ah, verdammt. Ja, das war schlecht. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Ah, jetzt hat sich da was wegbewegt. Okay. Oder die sind weggegangen. Halt dich fest. Braves Mädchen. Da auch. Und hoppa. Okay. Wir haben ja noch einen Hebel. Zu dem wir bisher noch nicht kamen. Ist doch gut, Mädchen. Ah, jetzt können wir da oben hin. Wunderbar. Hops. Ich speichere nochmal. Ich habe nämlich Angst, dass ich hier runterfalle. Welchen haben wir gerade geangelegt? Diesen hier, ne? Oh, das war knapp. Am besten immer so in Richtung Wand springen. Wow!
Oh, ich dachte, ich könnte mich da vielleicht an diesem Ding festhalten. Das war schlecht. Das ist mir schon mal passiert, ne? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass man hier ganz schnell auch mal so, dass sie nicht zweimal springt. So, nochmal. Wieso läuft sie denn weiter? Das war jetzt nicht meine Schuld. Ist schon wieder sowas, dass sie am Anfang plötzlich nochmal stöhnt. So, jetzt nochmal. Ich komme nicht mehr vorwärts. Sehr gut. So, und jetzt können wir da endlich hin. Halleluja. So, nochmal ein Hebelchen drücken. Ach so, jetzt ist die Klappe natürlich toll. Ja, das heißt, den Weg wieder zurück. Wow, voll in den Kollegen da rein. Warte mal, bevor wir jetzt da reingehen, will ich noch mal eben schauen. Nein, nee, das Gitter ist hier, glaube ich, immer noch geöffnet. Geschlossen, meine ich. Ich will aber trotzdem noch mal eben gucken, ob sich das jetzt vielleicht geöffnet hat. Nee. Es ist immer noch so zu, wie es war. So, Junge, wenn du Lust hast, kannst du mitkommen und endlich mal was anderes sehen. Aber ich befürchte, es besteht kein Interesse an neuen Sinneseindrücken. An sich ist schon echt cool hier, muss ich sagen. Allerdings gefallen mir auch diese Bereiche, so wie jetzt oben im Louvre oder auch diese Hinterhöfe da von Paris und so, gefällt mir auch ganz gut. Also ich müsste jetzt sowas wie hier, obwohl das ja eigentlich das Tomb Raider ausmacht, müsste ich jetzt nicht permanent haben. My strength is increasing. Endlich haben wir die Schrotflinte. Und natürlich auch die passende Munition direkt dazu. Ja, nimm sie dir. Yes. Cool. Dann gucken wir doch gleich mal. Wie viel haben wir denn davon? Ich bleibe jetzt erstmal nochmal bei dieser hier. Ich würde sagen, wir brauchen die jetzt in dem Sinne erstmal noch auf. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch stärkere Gegner bekommen. Und dann will ich das noch nicht so, ja, noch nicht so aufbrauchen alles. Wir haben ja jetzt an sich erstmal recht viel an Waffen. Also Waffen haben wir jetzt, glaube ich, alle. Zumindest haben wir keine Munition von einer Waffe, die wir noch nicht haben. Ist echt hübsch hier. Wow, ist hier alles hochglanzpoliert. Oder ist das hier Glasboden? Ne, das ist hochglanzpoliert. Kann ich leider nicht rein. Oh, hier kommt ja richtig altes Tomb Raider 1-Feeling auf. Mit diesen Giftpfeilen und sowas. Ich meine, das haben wir auch in anderen Teilen, aber. Okay, war das schlecht? Ja. Ach, da hinten ist eine Tür, die hat sich. Die ist zeitlich gesteuert. Wie soll ich denn hier bitte langkommen? Kann mir das mal jemand erklären? Wie soll ich hier bitte durchkommen? Was zur Hölle? Oder ist sie ausgestellt in der Zeit durch? Ich muss mal eben, ich weiß nicht, ich speichere nochmal jetzt auf dem anderen Teil. Ja, hier. Weil ich glaube. Ich gehe mal ganz naiv. Ja.
zur Hölle soll man das schaffen? Ich lade nochmal eben den ersten davon. Wo waren wir hier? Nee, Moment, das ist der falsche. Haben wir eine Minute später? Haben jetzt die. Ja. Ich hatte mich das Gefühl, dass ich erst durch den Hebel dieses eine Ding da, diese einen Spieße da ausgelöst habe, dass die vorher noch nicht da waren. So. Hier speichere ich jetzt nochmal. Dann können wir nämlich auch auf diesem hier überspeichern. Ja. So, warte mal. Ich gehe jetzt erstmal hier so durch. Guck, jetzt sind die Spieße nämlich noch nicht da. Hier ist generell irgendwie. Jetzt irgendwie nicht wirklich gefährlich. Das heißt nicht gefährlich, aber. Okay. Das heißt, ich muss aber definitiv die irgendwie durch. Aber kann ich irgendwas machen, damit diese Teile nicht kommen? Vor allen Dingen, warum sind diese hier nicht aktiviert? Kann ich irgendwas ausstellen? Boah. Sehen. Da kann ich da oben irgendwie lang. Nee, ne? Das glaube ich mal nicht. Wie zur Hölle soll man das schaffen? Kann man da vielleicht mit Rückwärtssprung über diese Spieße rüber? Das geht. Ah! Das ist aber. Ja, ist jetzt eh zu. Okay, man kann da rüber. Ich glaube, das Spiel ist da so ein bisschen tolerant, sage ich jetzt mal. Also, dass sie da durchaus rüberspringen kann. Nur, dass man wahrscheinlich ziemlich in Mitleidenschaft kommen will. Halleluja, das ging aber gut jetzt. Direkt mal speichern. Das hat jetzt aber erstaunlich gut geklappt. Da habe ich selber nicht mit gerechnet. Ich hoffe, das war das Einzige davon. Oh, sowas habe ich gerade nicht. Oben sind Balken, aber da kommen wir nicht hoch. Zumindest sieht es ja nicht nach aus. Ich habe nur die Befürchtung, das war nicht das Einzige. Also, dass es nicht das Einzige war, wo wir uns irgendwie so lang kämpfen, in Anführungsstrichen, mussten. Ah, wo sind wir jetzt? Aha, Notizbuch. Okay, wir können nicht zurück. Was hat sie denn da jetzt eingetragen? Press for Sentinel's Guard, the hall is in. Get access to the... Das haben wir. Kaffees Office haben wir auch. Deliver Passports. Okay, das ist alles alt. Ist das, steht das hier auf dem Türrahmen? Ist es das? Ja, das steht auf dem Türrahmen. Okay, keine Ahnung. Ultracare's Atrium Custodiant. The Wrathful Sentinels guard the hall within. Wahrscheinlich brauchen wir für die, guck mal, wie hübsch. Das haben sie aber schön gemacht hier. Oh, ich kann damit irgendwas. Oder ich könnte hiermit theoretisch irgendwas machen. Das sind auf jeden Fall so kleine Symbole. Überall.
Okay, das sieht mir hier stark nach Rätsel aus. Wahrscheinlich brauche ich für die, die, ah, okay, das sind die verschiedenen Symbole. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Vielleicht liegt hier irgendwo Munition. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Kollegen mit der Schrotflinte erledigen können. Das sieht aus einer Tür, die sich öffnet. Einfach von der Größe her, weil sie von der Größe her so ist wie die, die wir eben durchquert haben. Ach, guck mal da, über den Türen da hinten, da hängen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ah, hier hängen verschiedene Symbole, okay. Die Symbole sind auch da unten eingelassen. Ich denke mal, wir können da in so eine Art Druckplattenprinzip funktioniert das hier. Warum können wir hier hoch? Wow, der kommt hier auch hoch. Da war ich jetzt endlich mal nicht von ausgegangen. Hier können wir aber nicht hin, ne? Für so sportlich hatte ich den eigentlich jetzt nicht gehalten. Ja genau, fall der Dame runter. Das ist genau richtig. Blödmann. Oder Blödskelett. Okay. Cool. Ich frage mich, ob ich jetzt... Also ich kann hier nichts machen. Ich kann hier nichts aus der Wand rausbrechen. Also hier sieht aus nach Wind. Das sieht aus nach Wasser. Erde und Licht oder Erde und Sonne. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt so das Erste, was mir da in den Sinn kommt. Okay, ich könnte jetzt hier einfach drauflaufen. Kann ich hier noch irgendwas betätigen oder drehen? Nee, sieht nicht aus. Ich speichere mal. Und dann laufe ich einfach mal auf eine von diesen Teilen da drauf. Ich speichere mal hier drauf. Wir scheinen ja jetzt auch in einem anderen Level zu sein. The Hall of Seasons. Okay. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir machen das. Ach du liebe Zeit. Ich bin jetzt auf dem... Ist ein Hebel? Da ist ein Hebel drin. Was ist hier? Ist auch ein Hebel. Aha. Ich bin jetzt in die Tür reingelaufen, weil die als erstes das Symbol hatte, was wir eben auch gezogen haben. Ob ich jetzt in alle Türen rein muss. Wenn ja, dann wird es verdammt viel. Ihr könnt ja auch gerne mal mir reinschreiben, was ihr schätzt, wie viele Folgen das Ganze hier haben wird, weil ihr kennt ja ganz, also ganz viele von euch kennen ja das Spiel. Mich würde mal interessieren, was ihr schätzt, wie viele Folgen das Ganze hier haben wird. Ach, jetzt sind wir wieder hier, okay. Hä? Wie, war es das jetzt schon? Ah ne, zwei Türen sind noch offen. Ah.
Keine Ahnung, ob ich das hier richtig mache. Ich gehe jetzt mal spaßeshalber in eine andere Tür hier rein. Wieso mache ich die denn? Ach, die führt hier auch nur hin. Das heißt, hier habe ich das Ganze normal, aber da war ja unten noch mehr. Verloren. Das ist ja Kacke. Machen wir mal diesen hier. Hier ging es ja noch viel weiter. Oha, das sieht nicht gut aus. Unattraktiv. Gehen wir hier noch mal ein bisschen. Halleluja. Was ist denn das? Aha, hier ist auch noch Munition. Speicher noch mal eben auf eine andere. Ich mache jetzt noch mal hier Louvre mal irgendwie einen anderen Speicherstand. Ich nehme diesen hier weg. Oha. Aua. Schieß mich doch nicht. Aha. Shit. Boah, was ist das? Das ist ja nett. Ich frage mich, ob ich hier überhaupt überall hin muss, aber ich vermute mal schon. Achso, ich kann hier an den Außenseiten dann entsprechen. Okay, ja, das ist ja easy. Das ist easy, aber es ist machbar. Man muss nur ein bisschen Geduld haben. Auf dem einen Speicherstand, den ich gerade angelegt habe. Das müsste der hier sein. Okay. Will sie nicht. Dann springen wir halt. Guck mal, da oben ist irgendwie so eine Tafel. Vielleicht müssen wir dorthin. Nee, interessiert sie überhaupt nicht. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwann noch mal wieder zurück. Ah, okay, sehr gut. Das können wir auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Ach, das ist der. Hä? Ist das nicht der Gang, wo wir runtergefallen sind? Kommt da jetzt Minipick hin? Ach so, das Teil ist jetzt. So, das ist jetzt nur hier der Rückweg wieder. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so scharf drauf, da wir jetzt zurückziehen. Ich würde jetzt eigentlich gerne einfach wieder hier zurück. Ich glaube, das war einfacher als das andere. Das heißt, ich speichere nochmal eben hier. Und ja, beende dann aber an dieser Stelle erstmal die Folge, denn die ist schon wieder vorbei, leider. Ja, es geht immer super, super schnell. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wir scheinen hier noch ein bisschen was machen zu müssen. Einmal hier mit Testament. Sonst gehe ich den anderen Weg. Zusammen da oben in die Halle. Sila hat sie. Mach mal.
nicht. Ich frage mich nur, was ich jetzt dabei gewonnen habe. Also wir haben ja gesehen, da war noch eine Tür, die sich nicht öffnen ließ. Da waren diese vier Symbole auch auf so einem Dings. Hat sich jetzt hier irgendwas getan? Nö. Warte mal, welche haben wir denn gedrückt? Wir haben doch... Doch, hier ist jetzt was. Da ist jetzt irgendwie der Stein drin. Oder ist es... Habe ich jetzt eigentlich dieses Symbol, dieses Twin-Symbol als erstes gemacht? Nee, das war ein anderes. Ach, keine Ahnung. Ja, wir gucken uns das beim nächsten Mal an. Ich speichere nochmal hier und dann sehen wir uns an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Dann jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!